Kopfbahnhof, wo in kleiner blauer Schrift vorne zu lesen ist, vom größten Sohn Stuttgarts Hegel, dass diese Furcht zu irren schon der Irrtum selbst ist. Ich lese einen Text aus dem 14. Jahrhundert, aus der Göttlichen Komödie von Dante. Einer, der ein Reisender war, in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Ossip Mandelstam hat über Dante geschrieben, es ist undenkbar, Dantes Gesänge zu lesen, ohne sie in Gegenwart zu verwandeln. Sie sind dazu geschaffen. Sie sind Netze zum Einfangen der Zukunft. Es geht aber hier nicht um einen direkten, aktuellen Bezug, sondern um Assoziationen, Träume, Visionen eines Dichters. Außer vielleicht, dass in Dantes Inferno auch durch verschiedene Kreise immer tiefer ins Erdinnere hinabgestiegen wird. Dante ist unterwegs mit dem Dichter Vergil, der ihn als Lebenden durch die Hölle führt. Inferno, dritter Gesang. Der Eingang bin ich zu der Stadt der Trauer. Per me si va nella città dolente. Der Eingang bin ich zu dem ewigen Schmerz. Per me si va nell'eterno dolore. Der Eingang bin ich zu den Verlorenen. Per me si va alla perduta gente. Vor mir ist nichts Erschaffenes gewesen als Ewiges. Und auch ich daure ewig. Lasst, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren. Mit dunkler Farbe sah ich diese Worte geschrieben an den Gipfel eines Tores und sprach drum, Meister, hart erscheint ihr Sinn mir. Und er zu mir, mich wohl verstehend, hier muss man jedes Zweifels sich entschlagen und jede Feigheit muss ertötet werden. Wir sind nun an dem Ort, wo ich dir sagte, du werdest schauen, die Leidenden, die das Gut der Einsicht vertan haben. Geseufz und Weinen hier und dumpfes Heulen ertönten durch den sternenlosen Luftkreis, sodass am Anfang ich darüber weinen musste. Gemisch von Sprachen, grauenvolle Reden, des Schmerzes Worte und des Zornes Laute, und Stimmen, schrill und rau, mit Hände klatschen, erregten ein Getümmel hier, das immer in diesen endlos schwarzen Lüften kreist, dem Sande gleich, wenn Wirbelwinde wehen. Und ich, was ist wohl Ihnen so beschwerlich, mein Meister, dass Sie so kläglich jammern lässt? Ganz kurz, antwortet er, will ich dir sagen, des Todes haben diese keine Hoffnung. Und so verächtlich ist ihr blindes Leben, dass jedes andere Schicksal sie beneiden. Es lässt die Welt nicht ihren Nachruhm dauern. Gerechtigkeit verschmäht sie und Erbarmen. Nichts mehr davon. Schau hin und geh vorüber. Und ich, der hingeblickt, sah eine Fahne, die wirbelnd so behängt vorüberrannte, dass jede Ruhe sie mir zu verschmähen schien. Da einen ich erkannt nun unter ihnen, schaut hin ich und erblickte jenes Schatten, der auf das Große aus Feigheit einst verzichtet hat. Sogleich verstand ich es und ward versichert, dass dieses seien die Feiggesinnten, die Gott missfällig sind wie seinen Feinden, die Jämmerlichen, welche nie gelebt. Sie waren nackt und wurden viel gestochen von Bremsen und von Wespen, die hier schwärmten.
Und da ich weiterhin geblickt, sah Scharen ich an dem Ufer eines großen Sturmes und sprach drum: Meister, wollt's mir jetzt gewähren, zu wissen, wer Sie sind und welche Sitte Sie lässt zum Übergang so fertig scheinen, wie ich erkenne bei dem fahlen Licht? Und er zu mir: Berichtet wird dir alles, wenn unseren Schritt wir innehalten werden an Acherons trübseligem Gestade. Und siehe, es nahte gegen uns zu Schiffe ein Alter sich, weiß durch die greisen Haare, laut rufend: Weh euch, ihr verruchten Seelen, hofft nimmermehr den Himmel zu erblicken. Zum Ufer jenseits komm ich euch zu führen, in ewige Finsternis, in Frost und Gluten. Und du, was bist du dort, lebendige Seele? Geh fort von jenen, welche schon gestorben. Allein nachdem er sah, dass ich nicht fortging, durch andere Wege sprach er: Aus anderem Hafen, nicht hier, wirst zu dem Ufer du gelangen. Ein leichtes Schiff muss dich hinübertragen. Zu ihm mein Führer: Nicht gezürnt, Charon. Man will es so an jenem Orte, wo man auch kann das, was man will. Und frag nicht weiter. Drauf wurden ruhig die behaarten Wangen dem Steuermanne auf dem bleichen Sumpfe, der um die Augen Flammenräder hatte. Doch jene Seelen, welche nackt und müde, verfärbten sich und knirschten mit den Zähnen, sobald die grausen Worte sie vernommen. So wie zur Herbstzeit sich die Blätter lösen, eins nach dem anderen, bis zuletzt die Zweige der Erd all ihren Schmuck zurückgegeben. Auf gleiche Art stürzt Adams schlimmer Same sich einer nach dem anderen von dem Ufer, auf Zeichen, wie ein Vogel auf den Lockruf. So gehen hin sie durch die dunklen Fluten, und ehe sie jenseits noch ans Land gestiegen, versammeln diesseits schon sich neue Scharen. Mein Sohn, sprach nun zu mir mein gütiger Meister, sie, die in Gottes Zorn dahin gestorben, versammeln sich hier alle und sind bereit, den Fluss zu überschreiten. Hier geht nie über eine gute Seele. Drum, wenn sich Charon über dich beklagt, magst du wohl wissen, was sein Wort dir meint. Er schwieg, und rings erzitterten die düsteren Gefilde plötzlich so, dass mich der Schrecken, wenn ich daran denke, noch im Schweiße badet. Vom tränenreichen Land erhob ein Sturm sich, begleitet von der Blitze rotem Leuchten, das jeglicher Empfindung mich beraubte. Und niederfiel ich wie vom Schlaf umfangen. Okay.